Ja, zunächst wurde die Entscheidung gemeinsam gefällt in enger Zusammenarbeit mit den leitenden Mitarbeitern der Klinik. Und hier allen voran ist die Frau Dr. Zachowski zu nennen, als hygieneverantwortliche Ärztin jetzt speziell auch mit der Aufgabenstellung, die Corona-Krise in der Klinik so gut wie möglich zu managen. Wir haben das natürlich auch kontrovers diskutiert. Das ist ja allgegenwärtig. Bewogen hat uns letztlich die Entscheidung zum 1. April 2020, und das ist nun gerade kein Aprilscherz, die nüchterne und simple Erkenntnis, die ist auch nicht neu, dass man eben durch das Tragen eines Mundschutzes doch die Infektionsgefahr verhindern kann. Und zwar dadurch, dass man, wenn man selbst betroffen wäre, viele wissen das ja gar nicht, durch den Mundschutz keine so massive Verströmung von Minitröpfchen, wir nennen das auch Aerosole, auf andere Patienten riskieren. Das heißt, der Mundschutz hält im idealen Fall die Tröpfchen, die die Infektionsüberträger für das neue Coronavirus sind, zurück. Und damit schützen wir als Mitarbeiter die Patienten, aber auch die Mitarbeiter selbst.